another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid, I'm a piece of me. Shed! Musst du noch einen anderen, du musst den teilen. So. Das ist so Dorfleben, ne? Überall in der Stadt wäre das alles schon geklaut worden. Ja, und hier gehst du einfach hin und sagst, hallo, ich leih mir mal ein Buch aus. War wie so ein Märchen hier. Echt? Also wir haben jetzt gerade spontan beschlossen, also wir wollten jetzt sowieso einen Roadtrip machen, aber eigentlich wollten wir nur nach Eckernförde und dann ein bisschen am Strand rumdödeln. Aber wir haben jetzt einfach beschlossen, weil wir jetzt einfach irgendwo lang fahren. Wir gucken mal, wo uns die Nase hintreibt und das finde ich richtig aufregend. Und vielleicht fahren wir mal nach Dänemark jetzt oder so, vielleicht fahren wir erst noch mal kurz nach Damp und kaufen was ein, weil in den Kurgebieten, die sind ja auch sonntags auf, weil wir Hunger haben. Und hier ist irgendwie eine Brücke. Oh, ich glaube, hier bin ich schon mal rüber gefahren. Über eine ähnliche. Crazy. Oh, und jetzt? Rechts, glaube ich. Ne, dann fahren wir, warte mal da. Ich fahre so einen Miniberg. Ja. Da steht so eine Kuh. Oder was auch immer das ist. Pferd. Und den Berg hoch hier. Oh, und Fahrrad. Hier ist eine Kurve, hier möchte ich mich überholen. Oh, voll die Special Effects hier. Das ist aber nett von euch. Wieso scheitern? Wir sind jetzt in Dänemark. Wir haben es endlich geschafft. Noch ungefähr 4 Stunden Zickzack. Ungefähr. 4 Stunden Zickzack fahren durch Schleswig-Holstein. Und kurz nach diesem komischen Örtchen Leck haben wir den Nico eingesammelt. Den kennen wir gar nicht, aber der stand an der Straße, hat einen Daumen rausgehalten. Das haben wir den mal mitgenommen. Weil wir so nette Menschen sind. Ja. Wir haben ja tatsächlich die Grenze überschritten. Wir sind ja jetzt in einem anderen Land. Und beim Grenzübergang hatten wir schon gedacht, haha, hoffentlich werden wir nicht, wie heißt das, kontrolliert. Und natürlich wurden wir kontrolliert. Also wir haben natürlich nichts zu verstecken. Aber das war ziemlich ulkig. Ja. Aber die waren sehr nett. Sehr nette Polizisten da in an der Grenze. Wir haben ja noch nicht genug gefilmt von den 4 Stunden Autofahrt durch Schleswig-Holstein. Jetzt filme ich auch noch mal ein bisschen Autofahrt in Dänemark. Nichts. Da ist der Unbekannte. Kinder da draußen, nehmt keine Anhalter mit, außer sie haben Arbeitsklug. Genau. Also wir sind jetzt in Ribe gelandet. Ja. Und gehen hier jetzt gerade durch die Straßen und wollen uns mal den Hafen angucken. Genau. Weil und der Nico, der Unbekannte hier, Anhalter, der führt uns da noch hin. Zeigt uns noch, was hier so sehenswürdig ist. Und dann fahren wir noch nach Röm. Vielleicht ja. Oder so. Also auf jeden Fall. Eigentlich schon. Ja. Tulpenfest übersetzt heißt das. Und das ist quasi, wo alle Dänen richtig ausflippen. Da ist ja Ausnahmezustand. Und das wird da drüben gefeiert. Das ist hier noch eine dänische Flagge. Das war nur weh. Sie weht nicht. Frau hat ihre Zigaretten verloren. Ich habe ihr die gegeben. Oh. Hat sie gar nicht gemerkt. Das war aber nett. Das ist einfach schief. Geil. So, blip. Logbucheintrag XY. Wir fahren jetzt nach Röm. Also wir sind jetzt ja in Ribe und haben jetzt gedacht, wir fahren nochmal in Röm an den Strand. Also wir waren hier an Hafen und jetzt fahren wir noch an den Strand. Um den Tag so voll es geht auszunutzen.
Den Nico haben wir jetzt hier gelassen. Der war keine Ahnung, was er hier macht. Und Arbeit. Morgen arbeiten. Ja, und wir machen jetzt einen Strandwandern. Du kannst ganz weit drauf fahren. Du kannst einfach fahren. Man sieht es gar nicht, es ist einfach nur hell. Das ist ja schön. Alter, darf man da parken? Ja, die stehen da alle. Alter! Voll der Roadtrip hier. Was? Das ist ja heftig. Und gleich mal einziehen. Ja. Fahr mal zu den Dünen da, oder? Ja. Okay. Also Leute, für das hier hat sich der ganze Roadtrip so heftig gelohnt. Es ist einfach so schön hier. Man konnte so kilometerweit mit dem Auto ranfahren ans Wasser. Und jetzt gehe ich zu Romina ans Wasser und dann genießen wir das etwas. Es ist wahrscheinlich mega kalt, aber egal. Das ist so schön, es ist wie Urlaub hier gerade. Also herrlich. Wir können es auch Muscheln sammeln. Ja. Ich bin hier vorhin einfach durchgerannt. Ich habe keine Muschel auf dich. Oh, voll schön. Yeah, geschafft! Ja! Oh, ist das kalt! Wasser an die Füße! Meine auch. Huch, wollen wir da reingehen? Ja. Ich kann es gar nicht fassen, wie schön es hier ist, ne? Also für alle, die das hier in diesem Video nicht mitgekriegt haben, wir sind auf Römm. Und warum sind wir hier? Das wissen wir auch nicht. Wir hatten Lust dazu. Ja, Hahn hat uns die Nase getrieben heute. Und wir werden definitiv öfter hier hinfahren, weil das richtig krass ist. Warum sind hier alles voll mit Muschelsplittern? Ja, wahrscheinlich, weil wir am Strand sind. Kommen auf der dunklen Seite der Dünen. Alles paniert. Düne. Sand. Sand. Voll Angst. Ich kann da, glaube ich, sogar ranzoomen. Also erstmal hätte ich Angst, dass ich die Leute umfahre. Und dann hätte ich Angst, dass mein Auto umkippt. Hallo, Sie sind laut. Hören Sie auf damit. La, la, la. Schön. Süß. Das waren bestimmt deine Füße. Die Bühne hoch. Die Bühne hoch. Ganz schnell wieder. Boah, hier braucht man auch überhaupt nicht auf die
STVO achten. Hier geht's einfach so ab. Tschüss, Röm. Bis bald, würde ich mal sagen. Ja. Ne?